Willkommen zur Taizé-Andacht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, und es senke sich herab auf uns dein Erbarmen. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Lass, wenn des Tagesschein vergeht, das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. Geleite uns zur Ruhe der Nacht und schenke uns einen neuen Anfang. Amen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Herr, du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Halleluja, Halleluja. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Und leite mich auf ewigen Wege. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Lasst uns auf die alttestamentliche Lesung des vergangenen sechsten Sonntags nach Trinitatis hören, aufgeschrieben im Buch des Propheten Jesaja im 43. Kapitel. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen, und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Scheba an deiner Stadt, weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich. Und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen, zum Norden gib her und zum Süden halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen habe und zubereitet und gemacht habe. Ihr Lieben, ihr wundert euch sicher über die plötzliche Ortsveränderung. Ich habe das meiste von dieser Andacht in der Stiftskirche in Bassum aufgenommen. Bloß bei der Predigt hat mein Aufnahmegerät versagt. Es hat angefangen, schöne, klare Bilder und guten Ton zu bringen und plötzlich sagt es Krack in dem Apparat und dann kommen nur noch unscharfe Bilder. Also habe ich mich jetzt in die Kirche in Seckenhausen zurückgezogen und mache meine kleine Auslegung für euch von hier aus. Also, die Lesung, die wir gerade gehört haben, die ist ja so schön. Geht auch gleich los mit einem der beliebtesten Taufsprüche. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Eine schöne Ansage kann eigentlich von Gott nicht kommen. Sie heißt, du gehörst zu mir. Du bist nicht allein. Du bist gewissermaßen umhüllt in einem wunderbaren Schutz. Fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, das heißt ja auch, du bist nicht nur akzeptiert, du bist ausgesprochen erwünscht. Und darauf kann man ein Lebensgefühl bauen. Und das sollte man auch tun. Das wäre die sachgerechte Antwort auf diese Ansage Gottes.
Zum Glück geht die Lesung weiter. Folgendermaßen: Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen. Und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Hier erweist sich die Rede von Gott und Gottes Rede an uns als ausgesprochen wirklichkeitskompatibel. Also, wenn du an Gott glaubst, heißt das nicht, dass der liebe Gott dir alle Hindernisse aus dem Weg räumt, sodass du bequem und glatt durchs Leben gleiten kannst. Es bleibt dir nicht erspart, dass du gelegentlich durchs Wasser musst oder gelegentlich wie durchs Feuer. Aber in all diesen Fällen wird dir versprochen, dass Gott mit dir geht. Also Gott zaubert nicht die Probleme weg, aber er gibt dir Kraft und Schutz, dass du mit deinen Problemen klarkommst. Also irgendwie gut dahin durchkommst, ohne wesentlichen Schaden zu nehmen, im Gegenteil, sehr wahrscheinlich daran sogar noch zu wachsen, innerlich stärker und gelassener zu werden. Das ist versprochen. Und das ist eigentlich die wichtige Botschaft dieser Lesung. Stell dich der Wirklichkeit, wie sie ist. Du brauchst keine Angst davor zu haben, denn du hast Gott an deiner Seite und du hast Gott in dir drin am Werk. Da wirst du durch die Probleme hindurchkommen und gestärkt daraus hervorgehen. So. Und all die anderen Sachen, die sind zum Teil wunderbare Liebeserklärungen, wie diese. Ich mache das alles, weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich und weil ich dich lieb habe. Wunderbar. Und die restlichen Sachen, die ich mit vorgelesen habe, die sind eigentlich mehr in die Situation des Volkes Israel damals gesprochen. Das Volk war seiner Eigenständigkeit, seiner politischen Eigenständigkeit beraubt. Es war jetzt Teil eines Großreichs geworden und ein Großteil der Stämme war durch die vorangegangene Umsiedlungspolitik zerstreut in das ganze Großreich hinein. Und hier gibt es das Versprechen: Ich bringe sie alle wieder. Keiner geht mir verloren. Und auch das ist ja eine wunderbare Ansage. Ich bringe sie alle wieder. Keiner geht mir verloren. Wenn du dich nun verloren fühlst, dann sage dir selbst, es ist dein Gefühl, das mich narrt. Es ist dein Gefühl, das dich narrt. Von Gottes Seite gilt: Keiner geht mir verloren. Amen. And bless God, holy name.
für die Fürbitten. Um den Frieden, der von oben kommt, um das Heil unserer Seelen rufen wir zu dir. Unter allen Völkern rufen wir zu dir. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Um den Wohlbestand der heiligen Kirchen Gottes, um die Ausbreitung des Evangeliums unter allen Menschen und um die Einheit aller rufen wir zu dir. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Für dieses Gotteshaus und alle, die hier eintreten, rufen wir zu dir. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Für diesen Ort und für jeden Ort, für alles Land und alle Menschen, die darin wohnen, rufen wir zu dir. Haltende Ankunft rufen wir zu dir. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Nimm dich unser gnädig an, rette und erhalte uns, denn dir allein gebührt alle Herrlichkeit, Ehre und Anbetung, dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und jederzeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Halte du, Herr, um uns wach wie um den Stern im Auge und unter dem Schatten deiner Flügel bewahre uns.
Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht. Auf dich vertraue ich und